Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Frage- und Antwort-Videokonferenz. Uns erreichen zahlreiche Fragen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern bezüglich verschiedener Fragen rund um den Tierversuch, insbesondere natürlich Fragen im Zusammenhang mit Corona und den Impfstoffen. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt mal diese Fragen in Form einer Videokonferenz beantworten wollen. Dazu haben wir einige Experten, die die Fragen beantworten werden. Und zugeschaltet sind einmal unsere erste Vorsitzende, Dr. Med Ines Lenk. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Notärztin. Unser Vorstandsmitglied Dr. Med Andreas Ganz, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Klinikchefarzt. Unser Geschäftsführer Klaus Kronaus, unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Diljana Filipova, sie ist Biologin und Genetikerin. Und meine Wenigkeit, ich bin Dr. Corinna Gericke, Tierärztin und stellvertretende Vorsitzende. Ja, da kommen wir dann auch schon zur ersten Frage, die da lautet, welche Tierversuche wurden für die verschiedenen Corona-Impfstoffe eigentlich gemacht? Zum Ersten, der Ansatz vom deutschen Unternehmen BioNTech wurde an Mäusen durchgeführt, um schon einen Rückgriff auf verschiedene Ansätze in der Vorgeschichte, um Impfstoffe gegen verschiedene Krebsarten zu implementieren. Es handelt sich hierbei um eine mRNA-Plattform. Das heißt, für den aktuellen Corona-Impfstoff, er wird meiner Erkenntnis nach bezeichnet als BNT162B2, hat die Firma Versuche an Ratten und Mäusen durchgeführt, dieses kurz vor der ersten Testphase bei menschlichen Probanden. Nach der Injektion von Mäusen wurde die Anwesenheit von Antikörpern gegen das Coronavirus im Blut der Tiere analysiert. Die ersten klinischen Studien an Menschen, wir reden hier von Phase 1 und 2, hat die Firma mit 4 Impfstoffkandidaten begonnen. Dieses wurde an circa 400 Menschen getestet, in dem Sinne, dass man es injiziert hat. Nach diesen Versuchen hat BioNTech sich für 2 dieser 4 Impfstoffkandidaten entschieden. Das war dieses BNT162B1 und 162B2. Und diese beiden Substanzen wurden dann zeitgleich an Menschen und Affen getestet. 7 bis 23 Tage nach der Infektion wurden die Tiere dann getötet, ihre Lungen wurden entnommen und das Gewebe wurde analysiert. Diese Affenversuche ergaben ähnliche Resultate für die beiden Impfstoffkandidaten. Man hat sich aber letztlich für den Impfstoff BNT162B2 entschieden, weil er in den ersten klinischen Studien bei den Menschen, also bei den 500 Probanden, als verträglicher sich erwiesen hat. Im Weiteren wurde durch die amerikanische Firma Moderna, ebenfalls mRNA-basiert, ein entsprechender Ansatz formuliert, der schon bekannt war aus den Forschungsansätzen gegen MERS, gegen das Middle East Respiratory Syndrome, auch eine Corona-Erkrankung. Für die gegenwärtige SARS-CoV-2-Variante wurde ein Impfstoff mRNA-1273. Hierbei hat die Firma innerhalb von einem Monat vor der ersten klinischen Prüfung das an Mäusen durchgeführt. Danach wurde es an Menschen ausprobiert. Es wurden auch Giftigkeitsprüfungen an Ratten durchgeführt. Allerdings ist es nicht klar, ob es vor, während oder nach der Phase 1 entsprechend war. Im Dritten reden wir über einen Forschungsansatz der Firma AstraZeneca. Dieses wurde an 13 Mäusen und meiner Kenntnis nach an 9 Affen kurz vor den klinischen Studien getestet. Die Firma hat allerdings mit diesem Setting auch schon zuvor gegen SARS-CoV-1 erfolglos versucht, einen Impfstoff entsprechend zu entwickeln. Das ist eine deutliche Verkürzung des gesamten Verfahrens. Und einfach zu dem Ziel, möglichst schnell einen Impfstoff anzubieten, der praktisch in der Reihe für die Durchimpfungsaktionen zur Verfügung steht. Ja, vielen Dank für die Antwort. Jetzt kommen wir schon zur nächsten Frage. Welchen Beitrag hatten denn die Tierversuche für die Impfstoffentwicklung? Eigentlich kann man diese Antwort sehr kurz fassen, indem man sagt, sie haben fast keinen Beitrag dazu geleistet.
Denn bei der Entwicklung der Impfstoffe der vorgenannten Firmen griff man einfach auf die genetischen Merkmale von bereits identifizierten und bei Menschen bekannten Coronaviren zurück und hat die gerade in der frühen Phase der Auswahl der Impfstoffkandidaten durch In-Silico-Methoden, das sind also Computeranalysen bzw. schnelle In-Vitro-Methoden, dann die betroffenen Wirkstoffkandidaten identifiziert. In dieser Phase spielten Tierversuche eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Wann kommen diese ins Spiel? Eigentlich durch den Gesetzgeber, denn es ist in Deutschland, in der EU und bei den meisten Ländern weltweit vorgeschrieben, dass im Prozess der Zulassung Tierversuche durchgeführt werden müssen. Das heißt, die Pharmaunternehmen müssen jedes Medikament, jeden Impfstoff oder manchmal auch Medizinprodukte an Tieren testen, um dann eine behördliche Zulassung für die darauffolgenden klinischen Studien an menschlichen, also freiwilligen Probanden oder dann Patienten zu bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass man ohne die Tierversuche keine effektiven und verträglichen Impfstoffe entwickeln könnte. Wie schon vorher genannt worden ist, sind ja bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes an Mäusen und Ratten Tierversuche durchgeführt worden, die aber selber natürlicherweise gar nicht am Coronavirus erkranken können. Deswegen konnte man daraus natürlich auch keine Informationen über die Art und Weise der Wirkung des Coronavirus erlangen. Genauso wenig gibt es eine Tierart, die die komplexen Corona-Symptome entwickeln, wie sie ja nunmehr bei Menschen bekannt sind. Das heißt, wenn man Tierversuche einsetzt, erhält man Erkenntnisse darüber, wie diejenige eingesetzte Tierart quasi darauf reagiert. Weil die Impfstoffentwicklung nun sehr schnell vorangehen sollte, hat man sogar Tierversuche verkürzt. Man hat sie übersprungen oder, wie schon genannt worden ist, sogar parallel mit den Tests am Menschen laufen lassen. Und das ist natürlich völlig absurd, wenn schon mindestens 1000 menschliche Probanden einbezogen worden sind, dann dennoch an Tieren zu testen. Das zeigt uns auch, dass diese Tierversuche eigentlich immer nur als Alibi-Funktion herhalten. Sie waren in keinster Weise notwendig und wenn überhaupt, wurden eventuell Erkenntnisse für die Giftigkeit gewonnen. Wir orientieren deswegen auf tierversuchsfreie Methoden und ich möchte hier ganz zum Schluss auch noch eine Aussage von Professor Dr. Thomas Hartung, seines Zeichens Toxikologe und Direktor des Zentrums für Alternativen zu Tierversuchen anbringen. Das lese ich jetzt ab. Die Virulenz und die hoch ansteckende Natur von Covid-19 erfordern ein neues Forschungsmodell, das Tiere umgeht und stattdessen humanbiologische Tests verwendet. Eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern konstatiert, dass die beschleunigte Covid-19-Forschung Tiermodelle für das enthüllt, was viele lange behauptet haben, einen wissenschaftlichen Anachronismus. Besser kann man es nicht sagen. Ja, ganz genau. Ja, dann kommen wir auch zur dritten Frage. Die Medien haben in letzter Zeit berichtet, dass der Corona-Impfstoff von der Firma BioNTech in dem berüchtigten Tierversuchslabor LPT getestet worden sei. Was sagen Sie dazu? Ja, dazu würde ich dann gerne was sagen. Und zwar ist das nicht so ganz richtig, wie es in den Medien dargestellt worden ist. Die Firma BioNTech hat zum Jahreswechsel sich allgemein bei über 130 Partnern bedankt und die wurden auch in einer Tabelle aufgelistet. Da war das LPT dabei, zusammen mit 4 anderen Firmen, die mit Tierversuchen eben Geld verdienen. Und am 5. Januar, also ein paar Tage später, gab es dann Medienberichte, dass sich BioNTech explizit und ausdrücklich beim LPT für seine Dienste im Rahmen der Impfstoffentwicklung bedankt hätte. Der Geschäftsführer Thomas Wiedermann vom LPT wird sogar zitiert, dass das LPT einen frühen und wichtigen Beitrag geleistet hätte zur Impfstoffentwicklung. Und das entbehrt jeglicher Grundlage, wie wir gerade bei der vorherigen Frage gesehen haben. Also das Ganze ist, ja, muss man schon sagen, eine PR-Maßnahme des LPT, um das ramponierte Image aufzuwerten. Das BioNTech hat dann auch relativ schnell reagiert. Einen Tag nach diesen Medienberichten hat es
das LPT von seiner Liste wiederum entfernt und einen weiteren Tag später auch die vier anderen Firmen, das waren drei Versuchstierzüchter und ein weiteres Auftragslabor, was den klaren Eindruck erweckt, dass BioNTech mit Tierversuchen nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte. Es ist ein moderner Impfstoff, dieses mRNA noch nie so eingesetzt worden, also ein Impfstoff des 21. Jahrhunderts, und da passen Tierversuche, eine völlige veraltete Methode, die Jahrhunderte alt ist, passt da einfach nicht zu, und da möchte BioNTech scheinbar nicht mit in Verbindung gebracht werden. Aber es ist letztendlich auch egal, das LPT steht ja auch nur sinnbildlich für sinnlose Tierversuche, die auf einem völlig veralteten Gesetz beruhen, und wir wollen dieses Gesetz eben ändern. Tierversuche, die im Gesetz stehen, heißen nicht automatisch, dass das Tierversuche sind, die unerlässlich und notwendig sind. Da werden wir auch später noch weiter drauf eingehen. Für die Leute, die uns jetzt zuhören, aber die klare Botschaft, es macht überhaupt keinen Sinn, Impfstoffe abzulehnen oder nicht zu nehmen, nur weil Tierversuche gemacht worden sind. Das kann man einfach nicht verhindern. Es gibt auch keine Rechtfertigung oder keine Grundlage, aufgrund von Tierversuchen irgendeinen Impfstoff, die derzeit jetzt in der Rede sind, zu bevorzugen. Im Übrigen hätte man diese Wahlmöglichkeit ja sowieso nicht. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt auch zur wichtigen Frage der tierversuchsfreien Forschungsmethoden bei der Impfstoffentwicklung. Welchen Beitrag haben die denn gespielt? Ja, von dem Anfang der Pandemie spielten verschiedene tierversuchsfreie Methoden eine enorme Rolle für die Erforschung und für die Bekämpfung des Coronavirus. Wie wir gehört haben, wurden die ersten genetischen Analysen des Coronavirus anhand von Viren gemacht, die von Menschen isoliert waren. Und diese Daten dienten danach als Basis für die Entwicklung und für die Bestimmung der Struktur der Impfstoffe, die wir heute bekommen können von BioNTech, von Moderna, von AstraZeneca. Die genetischen Merkmale des Coronavirus wurden mit komplexen Computeralgorithmen analysiert, und diese Analysen haben wichtige Informationen über die Infektionswege gegeben, zum Beispiel was für Virusvarianten es gibt und wie sie sich verbreiten. Mehrere Human- und Bevölkerungsstudien mit tausenden Menschen haben ein vielfältiges Bild von den komplexen Covid-19-Symptomen und von den verschiedenen Risikogruppen ans Licht gebracht. Dementsprechend haben mehrere Studien mit menschlichen Mini-Organen, die sogenannten Organoiden, gezeigt, dass das Coronavirus mindestens 10 Mini-Organen befallen kann, wie zum Beispiel Mini-Lunge, Mini-Herz oder Mini-Gehirn. Viele Wissenschaftler von der ganzen Welt sind erheblich von diesen neuen Systemen überzeugt. Das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin bezeichnet zum Beispiel die menschlichen Mini-Lungen als ein ideales Testsystem für die Erforschung des Coronavirus und für die Testung von Medikamenten. Weitere In-vitro-Methoden mit menschlichen Proben spielten auch eine sehr wichtige Rolle in der Impfstoffentwicklung. Eine neue Studie mit Blutproben von Menschen, die mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft wurden, zeigte, dass die Vakzine auch gegen die neuen Covid-Varianten, die sich schnell verbreiten und aus England und Südafrika stammen, wirksam ist. Sehr wichtige Erkenntnisse kann man auch mittels integrierter Systeme bekommen. Das sind die sogenannten Multi-Organ-Chips. Sie können hinter mir im Hintergrund ein Multi-Organ-Chips-Beispiel sehen. Wir haben noch ein anderes Multi-Organ-Chip, glaube ich, bei Herr Kronaus von der Firma Tissues. Ja, Moment. Ja, also ich habe bei mir jetzt mal mein Hintergrundbild geändert. Das ist ein Original-4-Organ-Chip. Und wie gesagt, wie die Diana eben erwähnt hat, mittlerweile gibt es auch 10 Organ-Chip-Systeme. Ja, und auf diesen Systemen kann man mehreren bis zu 10 menschlichen Mini-Organen über
einen Blutkreislauf miteinander verbinden und ihre Wechselwirkungen und Reaktionen, zum Beispiel nach der Eingabe von einem Impfstoff oder von einem Medikament, analysieren. Und das große Potenzial von diesen Systemen wurde auch von der amerikanischen Arzneimittelbehörde, die FDA, erkannt. Und die FDA startete vor einigen Monaten ein Forschungskollaborationsprogramm mit Emulate. Das ist ein großer amerikanischer Multiorgan-Chip-Hersteller. Wir fordern von der deutschen Bundesregierung, dass diese modernen tierversuchsfreien Methoden auch hier in Deutschland wesentlich besser finanziert werden. Viele moderne menschenbasierte Methoden kann man in unserem NAT-Database für tierversuchsfreie Forschungsmethoden schon finden. Ich zeige Ihnen gleich, wie die Database aussieht. So, und man kann nach verschiedenen Parametern oder nach verschiedenen Keywords in dem Database suchen, wenn man Einträge zu Covid-19 sucht, findet man zum Beispiel bereits 53 Einträge, die viele wichtige Erkenntnisse über die Eigenschaften des Virus und über mögliche Medikamente geliefert haben. Und als letztes möchte ich sagen, dass wir dringend die Erforschung, die Entwicklung und die Anerkennung von diesen modernen, menschenbasierten Methoden priorisieren müssen, damit wir diese und die weiteren Pandemien bekämpfen können. Vielleicht, ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich ganz kurz ergänzen, die Datenbank, die Diljana eben aufgezeigt hat, die ist frei verfügbar, weltweit frei verfügbar und ist derzeit die einzige dieser Art, die man im Internet findet. Genau, eine ganz wichtige Sache und ganz toll, dass es auch schon so viele Covid-19-tierversuchsfreie Methoden in dem Bereich gibt und die schon auch in der Datenbank drin sind. Ja, dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Wieso haben wir eigentlich so schnell einen Impfstoff, beziehungsweise sogar mehrere Impfstoffe? Normalerweise dauert doch das 10, 15 Jahre, bis ein neues Medikament oder ein neuer Impfstoff auf den Markt kommt. Wie kommt das? Nun ja, Frau Kollegin Gehrige, wenn man die Spielregeln ändert von dem System, dann beschleunigt das enorm. Also wenn Sie diese, normalerweise haben Sie ja eine ganze Reihe von Haftungsrisiken, Prozessstrukturen etc. Es ist so, die schnelle Entwicklung von diesem Corona-Impfstoff war zum größten Teil nur deswegen möglich, weil die üblichen Tierversuche verkürzt wurden, also die Auflagen vorne dran wurden verkürzt, übersprungen und gleichzeitig wurden schon Tests an Menschen gemacht. Ich habe es in meinem Beitrag vorher schon erwähnt. Zudem stand ein gigantisch hohes Finanzierungsbudget zur Verfügung, eine weltweite Priorisierung, eine enorme Reduktion der Haftungsrisiken von Herstellern und eine enorme Verkürzung der Durchführung einiger Phasen der klinischen Studien und Zulassungen haben auch dazu beigetragen. Dadurch ist dieser Zulassungsprozess deutlich beschleunigt worden im Vergleich zu sonstigen Vergleichsbereichen und hat deswegen auch eine viel zügigere Vermarktung der Impfstoffe ermöglicht. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die uns immer wieder gestellt wird von unseren Unterstützern über die sozialen Medien und so weiter. Soll ich mich impfen lassen, ja oder nein? Also ob man sich impfen lässt, ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung, die man gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Hausarzt und mit der Abwägung Risiko-Nutzen treffen sollte. Und um das nochmal ganz klarzustellen, unser Verein ist nicht gegen Impfstoffe oder Medikamente generell, sondern wir sind gegen die Art, wie sie üblicherweise getestet werden, nämlich an Tieren. Und dieser Fakt, dass aufgrund veralteter Gesetze Tierversuche bei der Zulassung durchgeführt werden, ist kein Beleg für die Notwendigkeit oder Unerlässlichkeit. Das kam ja bei all den Kollegen schon zur Sprache. Und wir sind der Überzeugung, dass ohne Tierversuche besser, schneller und effizienter geforscht werden kann und damit für uns Menschen bessere Ergebnisse erzielt werden können.
Die Tatsache, dass für die Corona-Impfstoffe Tierversuche durchgeführt wurden, sollten aber niemanden davon abhalten, sich impfen zu lassen, denn wir haben heute keine Wahl. Es gibt keine nicht im Tierversuch getesteten Impfstoffe oder Arzneimittel zum heutigen Zeitpunkt. Was uns wichtig ist, dass vielleicht alle Zuschauer und Zuhörer uns sehr gerne unterstützen können beim Kampf gegen die Tierversuche, damit also tierversuchsfreie Medikamente und Impfstoffe und Medizinprodukte heute zum Standard werden. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage, nämlich wie viel Geld hat BioNTech und andere Firmen eigentlich für die Forschung und insbesondere für den Impfstoff eigentlich erhalten? Ja, das ist eine wichtige Frage, weil Geld ja nun mal sehr steuernd wirkt. Also was man definitiv sagen kann, ich werde die Frage nicht vollständig beantworten können, aber ich werde sicherlich Ansatzpunkte liefern können. Also was wir sagen können, ist, dass weltweit extrem viel Geld im Spiel ist. Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass dieser ganze Prozess, der Andi Ganz hat es eben erwähnt, dass der eben auch durch ganz, ganz viel Geld beschleunigt worden ist. Ich will zwei Zahlen vielleicht nennen, und zwar gab es im Mai 2020 eine EU-Geberkonferenz, das hat vielleicht der eine oder andere auch noch aus den Tagesthemen im Blick, und dort wurden weltweit 7,4 Milliarden Euro für Diagnostika, für Behandlungen und natürlich auch für Impfstoffe gegen Covid-19 gewonnen, und 1,4 Milliarden davon kommen von der EU-Kommission. Und man hat das auch als Ausgangspunkt verstanden für den Start eines weltweiten Spendenmarathons, wo der derzeit steht. Da fehlen mir leider jetzt die Kenntnis, aber es war klar, dass die 7,4 Milliarden noch nicht ausreichend sind. Also man wollte danach noch weitere umfangreiche Mittel gewinnen. Also immense Zahlen, die hier im Raum steht. Also normalerweise geht man davon aus, dass ein Impfstoff im Schnitt eben diese ungefähr 12 Jahre dauert und 2 Milliarden Dollar veranschlagt. In diese Richtung geht das. Wir haben ja jetzt hier mehrere Impfstoffe, also immens viel Geld. Da machen sich die Zahlen aus Deutschland schon relativ klein aus. Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat ein Sonderprogramm für Impfstoffentwicklung in Deutschland aufgelegt mit 750 Millionen. Davon hat die jetzt sehr bekannte Firma BioNTech 50% bekommen, 375 Millionen. Und der Rest, die restlichen 50%, sind auf zwei weitere Firmen aufgeteilt. Eine davon ist ebenfalls bekannte Firma CureVac aus Tübingen. Also immens viel Geld ist da im Spiel. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, nämlich wie können wir neue Pandemien verhindern? Das ist eigentlich ein Thema, was in der Politik völlig totgeschwiegen wird. Es geht immer nur um die Impfstoffe, als wenn die die Lösung für alle Probleme wären, aber keiner fragt mal, wie man eigentlich in Zukunft weitere Pandemien verhindern könnte. Diese Frage möchte ich gerne selber beantworten. Und zwar wissen wir heute, dass 3/4 aller neu auftretenden Krankheiten Zoonosen sind. Zoonosen sind Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Das heißt, die Ansteckung erfolgt durch den Kontakt mit Tieren. Viele Tiere tragen nämlich Viren in sich, die sie selbst nicht krank machen, aber wenn sie dann auf eine andere Spezies übergehen, zum Beispiel den Menschen, dann kann das eben verheerende Folgen haben. Da gibt es viele Beispiele aus der jüngeren Geschichte. SARS, MERS, Ebola sind zum Beispiel Krankheiten, die von Tier auf den Menschen übergesprungen sind. Auch AIDS ist eine Zoonose, AIDS ist von Schimpansen auf den Menschen übergesprungen. Diese Zoonosen entstehen meist durch unseren schrecklichen Umgang mit Tieren. Die aktuelle Corona-Pandemie stammt wahrscheinlich von Fledermäusen. Auch Schuppentiere, sogenannte Pangoline, werden als mögliches Reservoir angesehen. Wir wissen heute, oder man geht davon aus, dass der Ursprung auf einem Lebendtiermarkt in Wuhan in China zu verorten ist. Diese Lebendtiermärkte in Südostasien sind wirklich grauenhaft. Da werden Tiere aller möglichen Arten, nicht nur Fledermäuse und Pangoline, verschiedene andere Wildtiere, aber auch Nutztiere in Anführungszeichen wie Schweine, Hühner, Enten und so weiter unter unsäglichen Bedingungen gehalten und feilgeboten und getötet, und die hygienischen Bedingungen sind ja auch ganz unsäglich, und es ist also kein Wunder, wenn unter diesen Bedingungen dann irgendwelche Viren oder anderen Krankheitserreger auf den Menschen überspringen. Aber das sind nicht nur die Märkte, sondern auch die weltweite uferlose Umweltzerstörung durch den Menschen,
die eine Ursache ist von solchen Pandemien. Denn dadurch sind Tiere oft gezwungen, sich neue Lebensräume zu suchen, weil der Lebensraum von den Menschen zerstört ist. Und dann kommen diese Wildtiere mit Menschen und ihren Haustieren in Berührung, die sich normalerweise nie begegnen würden. Und so können dann eben auch Krankheiten überspringen. Aber es sind eben auch nicht nur exotische wildlebende Tiere, die ein Gefahrenpotenzial haben, sondern auch die bei uns und auch weltweit übliche Intensivtierhaltung. Die Massentierhaltung produziert gigantische Mengen an Ausscheidungen mit möglicherweise krankmachenden Keimen, die auf die Felder ausgebracht werden und so in unsere Nahrungskette gelangen. Und durch Tiertransporte über 1000 Kilometer werden die Krankheiten dann verbreitet. Das heißt also, durch diese weltweite gigantische Tierausbeutung züchten wir uns längst die nächste Pandemie heran. Und das sagt sogar der WHO-Chef, das möchte ich jetzt mal vorlesen. Alle Versuche, die Gesundheitssituation in der Welt zu verbessern, sind zum Scheitern verurteilt, solange der Mensch nicht wirksam gegen den Klimawandel und für den Tierschutz eintritt. Das heißt, also der hat das eigentlich sehr schön ausgedrückt, es gibt eigentlich nur einen Weg, wie wir in Zukunft weitere Pandemien verhindern können. Wir müssen diese gigantische Tierausbeutung stoppen. Und was wir natürlich auch brauchen, ist eine viel bessere Förderung und gesetzliche Anerkennung von tierversuchsfreien Forschungs- und Testmethoden, damit man in Zukunft wirklich die Ursachen menschlicher Krankheiten besser verstehen und erforschen kann. Und wir haben das eben gehört mit menschlichen Multiorganchips, mit menschlichen Zellen, Mini-Organen. Da erfahren wir was über die menschlichen Krankheiten und nicht mit künstlich krank gemachten Tieren. So kann man dann eben in Zukunft auf zukünftige Bedrohungen schnell und effektiv und zuverlässig reagieren. Im Moment ist das so, dass weniger als 1% der öffentlichen Fördermittel in Deutschland in diese innovative Forschung fließen, während über 99% in Tierversuche fließen. Und das ist also eine Sache, die wir ändern wollen als Ärzte gegen Tierversuche. Wir wollen, dass die Fördergelder umgeschichtet werden und vor allen Dingen wollen wir einen Paradigmenwechsel. Das heißt, im Moment ist der Tierversuch Standard in der Forschung, in den Gesetzen. Wir haben eben gehört, dass es keine Impfstoffe ohne Tierversuche gibt. Wir wollen, dass sich das ändert, dass der Standard nicht die Tierversuche sind, sondern die tierversuchsfreien Methoden. Und dann gibt es eben auch tierversuchsfreie Medikamente und Impfstoffe, die mit Sicherheit sehr viel effektiver, besser und schneller und sinnvoller sind. Ja, und dann, damit sind wir dann eigentlich auch am Ende. Möchte noch jemand irgendwas sagen? Sonst würde ich sagen, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen und Sie haben einige Informationen erfahren. Es gibt einen schriftlichen Text auch auf unserer Webseite und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.